Hey ho, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Boundless, Freunde. Boundless! Boundless! Minecraft Boundless, Freunde, das Projekt, was ihr alle liebt. Freunde, was hast du gerade gesagt? So fängt sie an. Ja, direkt mit den Zaubern wird hier aufeinander losge... Oh mein Gott, du hast mich mit dem Schwert gerade eiskalt angehauen. Oh mein... Okay, okay, Feuerstab. Ja, ja, Freunde, ja. Findet ihr nicht auch Feuerstab? Ja. Feuerstab ist eine Nummer zu hoch, Mann. Das geht okay, nicht. Okay. Das ist... Tut mir leid. Ja, okay. Ja, muss es dir auch. Das finde ich nicht gut von dir. Okay, ja, Freunde, was werden wir in dieser Folge machen? Wir werden heute etwas ganz Besonderes machen. Und zwar habe ich Neuigkeiten, Elias. Ich habe tolle Neuigkeiten. Und zwar... Was? Hat der gute Grüße gehen raus an den guten Kilian aus unserer Klasse. Der hat nämlich herausgefunden, unter deinem Haus ist ein verdammter Secret Room. Ja, alles klar. Ja, also... Wirklich, klar, da ist ein Secret Room drunter. Warte mal. Wenn wir jetzt mal hier kurz runtergehen, dann sehen wir hier unten, der Stein ist hier zwar noch abbaubar, aber wenn man hier weiter guckt, hier ist irgendwo Stein, den man nicht mehr abbauen kann. Ich weiß, dass es hier auf jeden Fall war, weil ich habe das hier schon mal so ein bisschen nachgeguckt, ohne dich zu fragen, habe ich unter deinem Haus ein bisschen rumgegraben. Ja, wow. Ich weiß, ich muss gerade mal finden, weil es war hier auf jeden Fall irgendwo. Da kennt jemand das besser als mir selber. Ja, wirklich, der ist einfach, der kann einfach alles machen. Ich begrüße hier raus hier an Kilian, der hier gerade. Aber ich finde es gerade irgendwie nicht. Warte, Freunde, einen Moment, Freunde. Ah, Freunde, hier ist das Secret Room, okay. Hast du eine Bombe, Elias? Hast du eine Bombe? Okay, gib mir eine Bombe. Oh mein Gott, mein Spiel hat sich gerade fast geschlossen. Okay, knappes Ding. Diese Folge schon wieder. Okay, da haben wir die Bombe, Freunde. Wir müssen jetzt irgendwie... Ja, das ist wirklich krass. Warte, hier ist jetzt dieser Stein, den man nicht abbauen kann, ne? Siehst du ja. Warte, ich muss jetzt hier kurz... Wir müssen auf jeden Fall uns da runtergraben. Wir wollen ja nicht hier Elias Haus kaputt machen. Das wäre natürlich jetzt alles andere als... Dir glaube ich das nicht. Also irgendjemand will das bestimmt nicht, aber du willst das. Ich hätte nichts dagegen, wenn auf einmal so eine Bombe in deinem Haus da liegt, ne? Ich muss kurz wegen meinem Feuerstab was gucken gehen. In deinem Haus. Ich glaube, okay, du übertreibst es wieder, okay? Das ist eine Nummer zu viel, was du hier machst. Noch wieder eine Nummer zu viel. Ja. Man kann hier echt keinen Platz bauen. Ich werfe jetzt hier die Bomben in die Ecke, okay? Okay. Drei. Oh mein Gott, haben wir einen sicheren Fluchtweg? Warte mal. Ja. Ich baue gerade einen. Warte mal, lass mich mal einbauen. Ich vertraue dir nämlich nicht. Ah, hier ist schon wieder Secret Room. Warte mal. Wir müssen einfach hier kurz ein bisschen nach oben gehen. Und dann sollte das Ganze auch passen, wenn wir jetzt hier so... Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall sicher, okay. Ich werfe jetzt die Bombe da rein, okay? 3, 2, 1, die Bombe ist da reingeworfen worden. Oh mein Gott! Er ist offen! Was hab ich gemacht? Weiß ich nicht. Was war das gerade? Ich hätte gerade Aimbot auf dich oder so. Da ist eine Kiste drin. Aber hier ist so eine kranke Spinne drin. Helf mir. Okay. Das ist voll die krasse Spinne, man. Die hat irgendwie 32 Leben und frisst nur 2 Damage. Egal, okay. Vase. War nicht drin. Okay, Kiste. Und wir haben... Okay. Das ist gut. Hast du irgendwas bekommen? Dekonus. Nein! Und noch eine Dekonus. Daneben. Ich habe dich getroffen. So, und jetzt gehe ich hier hoch, ohne dich hier mit nach oben zu lassen. Weil ich finde das einfach ganz gut, hier mal so eine alleine Folge aufzunehmen. Schau mal, Leute, Bounce ist direkt viel entspannter ohne diesen nervigen Typen dann, ne? Freunde, okay, dann nächste Folge bin ich nicht dabei. Okay, übertreib jetzt nicht. Okay, so, da bist du doch schon wieder. Hallo. Das ist die Entschuldigung. Ja, das ist die Entschuldigung. Nimm sie ich an. Angenommen. Nein. Du nimmst die jetzt an. Nein. Nimm die jetzt an. Das ist nicht weil du es bist. Ja, okay, das ist auch toll. Freunde, übrigens, ich wollte mal fragen, habt ihr vielleicht Bock mal, dass wir in der nächsten Folge oder so mal so eine Secret Room Folge machen, dass wir einfach Secret Rooms suchen und die einfach mal öffnen und dann irgendwelche Schlüssel finden, irgendwelche neuen Tränke oder so. Ich denke mal, das wäre ganz cool, wenn wir das mal machen würden. Was sagst du dazu? Alles klar. Freunde, ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch weiter in dieser Folge machen sollen. Hier. Oh mein Gott, diese Roboterstimme. Ja, irgendwie ist das Internet also nicht das Stabilste. Du findest es wild, okay, immerhin einer, ne? Jo, ich weiß gar nicht, was wir noch in dieser Folge jetzt machen können. Wir können auf jeden Fall mal kurz hier nochmal. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Hast du vielleicht einen tollen Vorschlag? Lol, warte mal. Deadlift ist da! Deadlift! Der Deadlift ist da! Hi! No! Deadlift ist da, wie geht es dir? Daddy, die Deadlift. Warte mal, wollten wir ihn überhaupt finden?
Sollten wir, ja, wollte ich gerade fragen, irgendwie sollten wir ihn überhaupt cool finden, wenn er uns letztes Mal gestalkt hat, war der das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Auf jeden Fall, wir begrüßen einfach. Ihr habt ein schönes kleines Dorf. Dankeschön. Das ist cool. Gefällt mir. Ich mag unser Dorf ja natürlich auch sehr gern so, ne? Aber, okay, er schaut sich seine Brücke, er wird wahrscheinlich sagen, wie schlecht die Brücke ist oder so. Hey, du bist so gemein. Nee, bin nicht. Okay. Toller Architektur. Ja. Detlef ist mein Mann, was willst du jetzt sagen? Detlef! Was? Nein, doch! Die ist voll hässlich. Danke. Die ist gar nicht hässlich. Dein Haus ist hässlich. Ist das Bio? Wo ist er? Was? Biologisch. Aerodynamisch bio angebaut. Ja, verstehe gut. Ja, schau mal hier. Er findet's gut. Er findet's gut. Er hat dir in den Satz gesprochen. Er geht wieder über. Er läuft wieder über meine Brücke. Er mag deine Brücke. Ach, wie kann er deine Brücke mögen, Mann? Okay, wir haben. Er schätzt wahre Kunst. Ich glaube, er will mit der Magie anfangen. Schau mal hier. Der steht vor dem Oculus. Hä? Der Block ist hier weg. Ja, den habe ich eben abgebaut. Ach, du heiliger Bimbam. Was ist das? Das ist ein Magie. Wir nennen es Skillbaum. Dort kannst du Fähigkeiten lernen. Cool, oder? Ja, es ist mega cool, oder, Detlef? Ich meine, schau mal, du kannst, wenn du hier mal drauf drückst, vielleicht kannst du mal so einen Projector. Davon verstehe ich nicht viel, aber interessant. Ja, okay, er findet es interessant, immerhin etwas, ne? Ja, genau. Okay, er schaut sich unseren Altar an. Ey, was macht er mit unseren Magiesachen? Ich hab keine Ahnung. Spektakuläres Glas. Aha, ja. Das ist traditionelles Glas. Das stimmt wohl. Ah, oh mein Gott, was schreibe ich hier? Das stimmt wohl. Ich glaube, er schaut sich den Crafting-Altar-Block an da oben. Was ist das? Ein Crafting. Alter, oh mein Gott, mehr konnte man sich nicht verschreiben, oder? Krating. Krating. Ah, okay. Der denkt jetzt, das ist ein Krating, Alter. Scheiße. Egal. Er geht wieder über deine Brücke. Ey, mach kurz den Regentanz. Mach den Regentanz. Jenga, langa, langa, langa. Sangala. Perfekt, danke schön. Nein! Die ist nicht phänomenal! Glaubst du, Detlef findet es gut, wenn ich ihn mit meinem Zauber abschieße? Nein, du lässt Detlef in Ruhe. Er will in das Haus gehen. Nein, nicht nochmal. Das war knapp. Warum darf er nicht in dein Haus gehen? Vielleicht das sind ganz, ganz verrückte Sachen. Okay. Entschuldigung, wie unhöflich. Immerhin sieht er seinen Fehler ein, ne? Das ist ja schon mal ganz gut hier, ne? Alles gut, das alles ist mein super. Mann. Alles gut. Nein! Nein! Bei mir auch nicht. Geh nicht in mein Haus. Das ist nicht gut. Nee, das will ich nicht. Das ist wie so ein kleiner Babyhund, der überall hingeht. Ja, oh mein Gott! Oh mein Gott! Töte das! Willst du mir den töten? Ja, ich würde es mal vorschlagen, irgendwie, der sieht gruselig aus. Oh mein Gott! Der hat einen Feuerball da. Oh. Wo ist der? Was ist los? Er ist tot, okay, er ist tot. Alles gut. Besser. Und was besser. Mit dir so? Was kann ich etwas Walz mitnehmen? Ja, klar. Nimm ruhig. Oh nee, jetzt habe ich ihn verschrieben. Ist egal. Ja. Okay. Er hat uns aber was geklaut und nicht wieder angebaut. Egal. Gib dir mal Drogen. Ey, ich hab hier richtig kranke Substanzen. Ey, warte. Guck mal. Schönes Dorf, sagt er nochmal. Achso, ja, kann, klar. Kann er die Drogen aufheben? Ja, guck mal, das ist mein Mann. Hat er die aufgehoben? Die ist nicht grandios. Einen schönen Tag noch. Hat sie die Drogen jetzt? Ich hab dir noch was gegeben. Mann, die Drogen liegen doch da. Detlef, nimm die Drogen jetzt. Nimm die. Hä, warum liegen die da noch? Keine Ahnung. Die sind weg. Okay, ich hab keine Ahnung. Egal. Ess das. Vertrau mir. Was ist das für eine Substanz?
Eine warte. Tolle. Sehr lecker. Deine Geschmacksknospen werden explodieren. Wow, das ist komisch. Nein. Guck mal, das so geht ist sogar auch noch eins. Toll. Aber ich mag es. Ja! So, guck mal, wenn wir jetzt alle zusammen drogen, ist auch deine. Ich hab keinen Effekt bekommen. Ich schon. Ich nicht. Aber ich muss jetzt los. Du keinen Kopf hast, das kann gar nicht. Okay. Ich muss jetzt los. Ja, alles klar. Wenn ihr noch bist, ciao. Schönen Tag noch. Boah, er rennt einfach weg. Tschö mit Q. Ja. Und, da, und Detlef ist weg. Also irgendwie ist Detlef doch ganz korrekt. Ich dachte irgendwie, der war voll komisch, aber irgendwie scheint er sehr nett zu sein. Außen nichts, ne? Ja, der kam irgendwie auf einmal her, aber ich find's ganz cool irgendwie. Ich meine, wir haben ihn auch eingeladen. Vielleicht ist er das auch einfach. Nicht ganz so schlimm. Ja, ist so. Ich dachte irgendwie, das wäre voll der Psychopath oder so, aber irgendwie ist er voll nett, Mann. Ich finde es irgendwie voll cool, dass wir jetzt so einen Nachbar haben oder so, der jetzt einfach irgendwie feiert. Und irgendwie mag er seine Brücke. Das ist wirklich das größte Mysterium, ja, in dem irgendwie. Nein, das ist kein Mysterium. Das ist das ganz ist normal. Das ist ein großes Mysterium. Ich meine, schau mal, da fehlt ja, ich meine, da fehlt ja schon ein Blatt. Ja, so. Jetzt muss ich, stimmt. Jetzt kann ich kurz noch losziehen und mir ein neues Blatt holen. Vielen Dank. Kein Ding. Einmal der Hashtag, gerne. Vielen Dank, Showgames in den. Das ist ja kein Chat. Was für Chat, oh mein Gott. So. Ach, yo. Mann. Detlef ist cool, ich mag den wirklich total gerne irgendwie. Ja, er mag meine Brücke, dann mag ich ihn. Nee, ja, das ist so, das ist so der eine, das ist so dieser eine Kritikpunkt, die, was ich an ihm so ein bisschen nervig finde. Nein! Das ist frech. Das ist frech. Das ist super. Warte ab, was mein Feuerstab mit deinem Haus anrichten wird. Ja oder warte mal. Deine Brücke ist ja, ich mach deine Brücke gerade schöner. Warte mal, wenn wir schon beim Thema sind, ne? Ja. Als wir eben den Secret Room aufgemacht haben. Ja, dann hattest du Internetprobleme, ja? Ist mir aufgefallen, ich hab Das sieht doch gut aus, so. Vertrau mir doch mal. Nee? Oh nein. Bist du nicht so ein Fan von der Idee mit dem Cobblestone? Du hast so Glück, dass ich genug. Du willst mich doch verarschen. Bitte hör auf, bitte. Okay, komm. Okay, ich mach dir sogar den Cobblestone hier weg. Kannst du jetzt, komm, schau mal, du kannst wieder ein Blatt platzieren. Du kannst wieder ein Blatt platzieren. Dass ich noch einen hab. Nein. Okay, Freunde. Was ich aber noch machen wollte hier in dieser Folge, ist mir mal einen Helm craften, denn ich brauche endlich mal wieder einen Helm hier. Es nervt mich, dass ich irgendwie keinen Helm habe, deswegen mache ich mir jetzt einfach einen aus. Mithril würde ich einfach mal vorschlagen. Mithril ist, glaube ich, ganz gut. Und das sollte auf jeden Fall passen, wenn wir uns dann hier einen Helm aus Mithril machen. Es wäre auch, glaube ich, mal ganz gut, wenn wir uns irgendwie. Oh nein, Helm ist eigentlich voll dumm jetzt. Willst du einen Mithril-Helm? Nimm den mal hier einfach, weil ich. Das sieht dann nicht mal so cool aus mit der Krone von meiner Rüstung, weißt du? Achso. Nimm den einfach mal. Kein Ding. Schau mal, das ist meine Entschuldigung hier dafür, dass ich deine Brücke so misshandelt habe, weißt du? Nimm es einfach mal als Entschuldigung an, okay? Ich weiß nicht, ob. Oh nein, was hast du getan? Ich muss los. Was hast du gemacht? Guck bitte nicht links unten. Also, wenn du in dein Haus reingehen willst, guck nicht links unten hin. Nicht links unten. Ohne zu reposieren. Okay. Nein, was machst du mit meinem Haus? Ich mach gar nichts. Ich hab grad ein bisschen Holz gefarmt, weißt du? Nein, was heißt bisschen? Gar nicht allzu viel. Was heißt ein Bild? Ich hab den Feuerstab dabei. Ja, ich. Yo! Jetzt übertreibst du's. Ey, ich hab genug. Ich baue es wieder auf, okay? Warte, ich baue es wieder auf. Wow, okay, warte. Warte, ich baue es wieder auf, ja? Das ist ja besser so. Nein! Guck mal, das bringt so richtig schön viel Kontrast da rein, finde ich, weißt du? Da hast du so zwei verschiedene Farben und das ist so. Ja, okay, komm. Ich schau mal, weil ich so ein netter Aufnahmepartner bin, ja? Oh. Nein! Schau mal, einen Block, auf den kann man ja verzichten, oder? Du wirst gleich auf was ganz anderes verzichten. What? Jetzt bist du wieder. Ich level jetzt mit meiner Magie ein bisschen. Nein! Mein ganzes nicht vorhandenes XP. Ey, Freunde, die Streak muss weitergehen, dass in jeder Folge stirbt, man. Das muss einfach weitergehen. Ja, naja, was?
Ja, genau, diese Streak, die darf nicht unterbrochen werden. Ich weiß nicht, aber nein, das ist keine Entschuldigung. Wurde die jetzt letztens unterbrochen eigentlich oder ist sie bis jetzt immer noch im vollen Gange? Zur letzten Folge haben wir gegen diese Qualle gekämpft, oder? Ja, ja. Bist du da gestorben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Bestimmt. Ja, bestimmt immer, deswegen kann sein. Freunde, ich würde sagen, das war's mit dieser wunderbaren Folge von Microfound. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen. Aktiviert auch gerne die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Man sieht sich in der nächsten Folge, wenn es wieder als Microfound ist. Und bis dann, haut rein, Leute, und ciao. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be my, it might be my, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shorty back to you.